Hallo zusammen. Tja, seit dem 13.03. hat sich unser Leben irgendwie ganz schön geändert. Unsere Jungs kamen mittags aus der Schule und sie waren noch nicht mal zu Hause, da bekamen wir eine E-Mail. Die Schule ist geschlossen. Da haben Sanna und ich erstmal ganz schön durchgeatmet. Drei Jungs, jetzt zu Hause. Auf einmal sollen wir die Schulsachen auch noch mit übernehmen. Wie kann es werden? Können die Kinder überhaupt raus in den Garten? Können sie sich mit Freunden verabreden? Was wird jetzt? Erst war ich in Gedanken bei meiner Familie. Und an dem Wochenende hat sich dann so langsam herauskristallisiert, was das für mich heißt in meinem Alltag in der Gemeinde. Gruppenkreise finden nicht mehr statt. Ich kann mich nicht einfach ganz spontan mit jemandem treffen, verabreden. In den letzten Tagen habe ich ungefähr 50 bis 100 Telefonate am Tag. Das ist echt eine Menge, die hatte ich vorher nicht. Und so verändert sich das Leben ein bisschen. Tja, jetzt ist so die Zeit so ein bisschen vorangeschritten. Wir haben schon ein paar Tage, anderthalb Wochen irgendwie sind ins Land gezogen seit dem 13.03. Und am meisten fehlt mir der Kontakt zu den Menschen. Wenn ich hier ins Martin-Luther-Haus komme, komme ich eigentlich hin und es ist voll mit Leben. Viele freundliche, fröhliche Gesichter sehe ich. Ich sehe viele Menschen, die sich darauf freuen. Wenn ich ins Café gegenüber gehe, in die Kirche, egal wohin. Und jetzt ist meistens gehende Leere. Ich versuche, irgendwie Kontakt zu halten, aber es ist so unglaublich schwer für mich, weil ich eigentlich immer jemand vor mir haben muss. Ich muss seinen Gesichtsausdruck sehen, seine Mimik, seine Gestik, damit ich irgendwie deuten kann, wie es ihm wirklich geht. Das ist schwer, in einer E-Mail zu erlesen oder einem Anruf rauszuhören. Das Virus macht mir eigentlich nicht so große Angst, muss ich ehrlich sagen. Auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick denke ich, was ist mit den ganzen älteren Menschen? Was ist mit der Oma, mit dem Opa? Wir haben die zu Hause ausgeklammert, die sind nicht mehr da. Für die Kinderbetreuung gerade. Ich denke an viele ältere Leute aus der Gemeinde, die ganz treu Gemeindebriefe austeilen, die ganz treu in den Gottesdienst kommen, ganz treu ihre Gruppenstunden besuchen. Und jetzt sind sie voller Sorge. Das erzählen sie auch am Telefon. Ich selber habe nicht so viel große Angst davor. Ich versuche mich zu schützen, ich versuche andere Menschen zu schützen und ich versuche trotzdem irgendwie noch ein bisschen da zu sein. Der Glaube ist mein Fundament in dieser Zeit, auch sonst, aber jetzt merke ich es ganz deutlich. Immer wenn ich sehr verzweifelt bin, immer wenn ich mit Menschen telefoniert habe, die geweint haben am Telefon, die hoffnungslos sind, dann ist es gut für mich zu wissen, ich kann es abgeben. Ich muss es nicht auf meinen Schultern tragen, sondern ich kann es auf Gottes Schultern packen. Und er wird sich versorgen und er wird sich darum kümmern. Auch wenn wir als Gemeinde, wenn wir als Mittagstischteam oder als andere Teams der Gemeinde keine Antwort haben. Ich denke über viele Sachen aus der Bibel gerade nach. Und vieles bewegt mich und vieles gibt mir wirklich eine Hoffnung. Das eine, habe ich heute Morgen noch gelesen, ist, steht in den Sprüchen. Da steht, wer sich den Armen erbarmt, der ehrt Gott. Etwas Gutes aus dieser Zeit? Tja, ich glaube, ich brauche noch einige Tage, um das richtig zu begreifen. Aber ein kleines Stückchen ist es schon so. Vor fast 11 Jahren haben wir mit dem Mittagstisch angefangen und haben unten am Bahnhof Essen ausgegeben. Wir sind zu den Menschen hingegangen. Vor 10 Jahren haben wir die Leute eingeladen. Sie sind hier in das Martin-Luther-Haus gekommen. Und irgendwie finde ich es total toll, sie jetzt zu Hause zu besuchen. Ich darf nicht rein, ich darf nur klingeln, aber ich kann winken am Fenster. Ich kann über die Straße ein Gespräch führen. Und das finde ich etwas Tolles. Und das ist etwas, was ich vielleicht auch schon manchmal ein bisschen vermisst habe. Ich hoffe so sehr, dass diese Krise uns zeigt, dass wir mehr Solidarität leben. Ich erlebe das sehr deutlich innerhalb von Gemeinde. Ich sehe das sehr deutlich hier bei diesen Ausgaben oder bei diesen Sachen von den Lebensmitteln. Und ich wünsche mir das so sehr, dass man nicht in 3, 4 oder 5 Monaten zum Alltag hinübergeht, sondern dass man irgendwie jetzt begreift, was los ist im Leben. Zeit nehmen, Zeit mal genau verweilen lassen und mal überlegen, was dran ist. Okay, viele von euch werde ich auch in den nächsten Wochen nicht persönlich sehen. Viele werden nicht anrufen, weil sie denken, wir haben so viel zu tun. Ich wünsche euch, liebe Gemeindeglieder, dass ihr gut durch diese Zeit kommt. Dass ihr Menschen an eurer Seite habt, dass ihr Christen an eurer Seite habt, die ihr anrufen könnt.
vielleicht auch schreiben, und dass ihr aufgefangen werdet. Dass ihr merkt, dass andere Christen für euch beten, dass andere Christen da sind. Das wünsche ich mir so sehr, dass das in dieser Zeit auch funktioniert. Was wir sonst in unseren Gruppen und Kreisen leben, dass es fortbesteht. Und dann, wenn wir uns wiedersehen in diesen Räumlichkeiten und in der Kirche, vielleicht noch ein Stück weit fester geworden ist. Was wünsche ich mir noch? Wenn ich an den Mittagstisch denke, denke ich, ich wünsche mir noch mehr von diesen Lebensmitteln. Ich weiß nicht, wie lange diese Krise gehen wird. Ich weiß aber, dass ich heute 95 Haushalte beliefern werde. Und ich möchte das in 2, in 3, in 5 Wochen auch noch tun. Also, wenn Sie etwas überhaben beim Einkauf, dann geben Sie es uns, geben Sie es im Martin-Luther-Haus ab. Wir sind über alles dankbar. Vielen Dank.